Was nimmt man nicht alles für das Angeln in Kauf? Mitunter längere Anfahrt zum Angelplatz, Kälte, Hitze, Schlafmangel, teilweise mehrere Tage am Wasser, um dann genau nichts zu fangen. Auf der anderen Seite die Ruhe, Erholung Natur und die Freude, wenn ein Fisch gefangen wird, egal wie groß. Das alles lässt sich kurz zusammenfassen als Leidenschaft Angeln. Herzlich willkommen zu einem neuen Angelvideo. Ich bin an einer Stelle, die ich vor, ich glaube, 2-3 Wochen schon mal befischt habe. Wie man sehen kann, bin ich nicht alleine. Ich habe die Kleine mit. Heute haben wir wieder den Wind, ziemlich stark aus Ost, also ich sage jetzt mal so in Spitzen der 5. Ich möchte gucken oder überprüfen, ob das beim letzten Mal ein Zufall war mit den beiden Karpfen oder ob ich das noch mal bestätigen kann. Die Angelspots vom letzten Mal werde ich bis auf einen die anderen beiden verändern. Aber erstmal heißt es, diesen ganzen Kram ein bisschen sortieren, den Müll anderer Angler einzuräumen. Und ja, die Stelle habe ich jetzt so ein bisschen aufgeklärt. Der Müll liegt da leider immer noch. Den werde ich gleich in eine Tüte einfangen. Jetzt werde ich die ganze Asche runterspülen. Dann ist der Plan, das Boot fertig zu machen. Ich finde das auch mal cool, wenn man Aufgaben delegieren kann. Aber wenn sie nachher ein bisschen rumrudern möchte, dann darf sie auch das Boot aufbauen. So, während die Kleine mit dem Boot beschäftigt ist, werde ich schon mal die Banksticks vorbereiten. Oh, es gibt ja nach der Boden. Das Schlauchboot ist soweit fertig, das Köderboot ist klar zum und ein paar Köder zum Anfüttern sind eingepackt. So, Fernbedienung ist dann auch am Start und weiter geht's. Jetzt die Paddel zurecht machen. Ja, und dann geht's rüber. Doch bevor ich übersetzen kann, muss das Boot kalibriert und der Heimatpunkt gesetzt werden. Auf der anderen Seite angekommen, erkunde ich erstmal zwei neue Spots. Den mittleren vom letzten Mal behalte ich, darauf habe ich Karpfen gefangen. Hierzu verwende ich eine Actioncam, die an einem knapp 1,5-2 Meter langen Selfie-Stick montiert ist. Der Schilfgürtel in diesem Bereich ist und nicht nur dick und stabil, sondern auch, er geht noch 5-6 Meter nach hinten rein und die direkt an der Kante vorne ist es gleich 1,5-2 Meter tief. Der neue rechte Spot. Für die ersten beiden Angeln sind die Boilies soweit vorbereitet. Das helle ist ein Pop-Up Vanille und das andere Kokosnuss Boilie und Sweet Insect Pop-Up. Wir haben es bereits 16 Uhr, ein Teil des Camps habe ich soweit schon aufgebaut, fehlt nur noch mein kleiner Bereich und dann bin ich soweit, zumindest die Beine erstmal baumeln zu lassen. Der Tag ist gut vorangeschritten, wir haben es jetzt kurz vor 17 Uhr. Die Angeln sind draußen, ich hatte auch schon ein paar kleine Piepser, aber ich gehe davon aus, dass es nur ein Schnurschwimmer war, beziehungsweise der Wind lässt jetzt einigermaßen nach, sodass die Gewichte der Bobbins es schaffen, wieder etwas lose aus der Schnur zu ziehen. Ich habe mich entschlossen, für heute zumindest, nicht auf Raubfisch zu gehen, sondern das werde ich erst morgen früh machen, wenn die Sonne hier drauf steht. Ich habe einfach, ganz ehrlich gesagt, heute keine Lust mehr mit Köderfischangel und allem hier rumzurühren. Ich werde jetzt die dritte Karpfenangel vorbereiten und rüberlegen und dann im Endeffekt anschließend ein bisschen entspannen und den Abend genießen. Der Tag ist so gut wie rum. Wir haben es jetzt kurz vor 19 Uhr. Ich werde jetzt so langsam
Vorbereitung treffen für die Nacht. Das heißt, ich werde die Routen erneuern einmal. Das mache ich immer vom Dunkelwerden. Und wenn ich das durch habe, tja, gehe ich mal von aus, ist die Sonne weg. Und dann hoffe ich, dass ich erfolgreich sein werde und heute Nacht mindestens einmal hoch muss. Wenn es nicht sein sollte, tja, dann ist das halt so. Kann man nichts machen. Ich werde bei den Boilies jetzt wieder auf meine altbewährte Methode setzen. Wie von dem letzten Mal, als ich hier war, ich werde einmal diesen Honig-Vanille-Amino-Pop-Up nehmen, den halbieren und mit einem fruchtigen Boilie versehen. Hier in diesem, den, oh Gott, welcher ist das? Der Wild Berry ist das. Mit dem werde ich das dann wieder kombinieren. Ich glaube, ich werde zwei mit der Methode rauslegen und den dritten kann ich jetzt noch nicht sagen, auf welche Methode ich den rausbringen möchte. Das Ganze ist gar nicht so kompliziert. Den Spot, den ich jetzt anfahren werde, den habe ich noch gar nicht befischt hier. Da bin ich gespannt, ob da was geht. Die Sonne ist untergegangen. Somit ist es Zeit für das allabendliche Ritual. Das heißt, die Kerzen anzünden, um die Waschbären fernzuhalten und das Positionslicht an der Angel einzuschalten. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass dieser Abend oder besser gesagt diese Nacht ziemlich speziell wird. Nicht nur was Wildtiere betrifft oder das eigene Verhalten, sondern im Großen und Ganzen. Kurz nach 10 Uhr abends ging das so allmählich los mit den Hausbesuchen von diversen Tieren. Nicht nur Rehe oder Wildschweine im Hintergrund auf dem Acker, sondern, wie gerade vorbeigeschwommen ist, der erste Biber. Anschließend bekamen wir Besuch von, ich vermute mal, das waren Marderhunde, die fast 1-2 Stunden lang das Camp belagert hatten. Sechs Meter vor mir, hinter der Kerze. Es waren zwei Stück und selbst durch Licht ließen sie sich nicht vertreiben. Also habe ich mich aufgemacht und bin der ganzen Sache mal ein kleines Stück entgegengegangen und habe gehofft, dass ich sie zumindest zu sehen bekomme. Aber den Gefallen haben sie mir nicht getan. Ich hatte mich gerade eine halbe Stunde hingelegt, dann ging schon der Pieper. Und diesmal war das alles sehr kurios. Beim Anschlag oder beim Aufnehmen der Angel habe ich nicht gemerkt, dass das Absenkblei irgendwo hintergehakt hat. Und so habe ich es voll abgefangen. Ich habe nicht geweint und Sterne habe ich auch nicht gesehen, aber es hat schon ganz schön gekesselt. Es war schon eine ordentliche Platzwunde, doch zuerst hieß es, den Karpfen landen. Hol mal ein Taschentuch. Da ist irgendwas drin geflogen. Ich will schon reinlegen? Ja, ich glaube, aber so hinschauen. Ja, da sieht man schnell, da sieht es schön quer.
geht hier. Gar nicht so groß. Schön gefärbt an den Flossen. Der ist 57 cm. Fast kreisrund. Ja, weil die Flossen stehen. Komm. Guck ihn dir an. Guck, er macht die Flossen sogar hoch. Aufgrund des Einschlages entschloss ich mich, den guten kleinen Karpfen wieder freizulassen, weil ich ein bisschen Zeit brauchte für mich, um erstmal den Einschlag zu verarbeiten. Meine Lütte ließ ihn schwimmen und sie war sichtlich stolz dabei. Gut. Jetzt haben wir es ungefähr, oh Gott, ich weiß es gar nicht. 3 Uhr. Jetzt haben wir es, danke schön. Jetzt haben wir es 3 Uhr. Schöne Abläufer gehabt und ich muss sagen, Karpfenangeln ist doch gefährlich. Ich habe beim Anschlag ist mir dummerweise das Absenkblei gegen den Kopf geflogen. Habe ich nicht dran gedacht, eigene Dummheit, wie man so schön sagt. Aber nicht so schlimm, wird nur ein kleiner blauer Fleck werden. Der Karpfenbiss, wie beim letzten Mal die Jungs auch, auf den Wildberry mit dem Honig-Amino-Pop-Up. Ich werde jetzt alles wieder vorbereiten, die Angel rausbringen. Wir haben ja noch ein paar Stunden Dunkelheit. Und mal sehen, ob sich noch ein Karpfen dazu überreden lässt, zu beißen. Was man sagen muss, ist, dass es jetzt nachts doch ziemlich viel Bewegung an der Oberfläche gab. Ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir Besuch hatten von zwei, ich gehe mal davon aus, sind Marderhunde. Das checke ich aber alles zu Hause nochmal ab. Die sind bis ans Camp angekommen, 3-4 Meter. Dann habe ich versucht, sie auch sehen zu können. Aber es ist relativ schwierig aufgrund ihrer dunklen Färbung und ihrer nicht ganz so hohen Größe. Naja, war schon spannend. So, die Karpfenangel ist jetzt vorbereitet. Die geht jetzt raus. Nachdem die Angel wieder rausgebracht war, habe ich natürlich gehofft, wieder zur Ruhe zu kommen. 3 Biber. Aber ich hatte mich getäuscht, weil direkt vorne am Ufer ein Biber sich über das Grünzeug hergemacht. Da ist einer der Biber reingeschwommen. Selbst vom Licht ließen sich die Tierchen nur bedingt stören. Einen schönen guten Morgen. Wir haben es 6.20 Uhr. Die Sonne fängt an, sich langsam am Horizont hochzuarbeiten. Die Nacht ist fast rum. Ich werde mich jetzt noch mal für eine Stunde auf die Matte legen. In der Zwischenzeit kam der Eisvogel wieder zu Besuch und letztendlich hatte ich gar nicht so viel Zeit, bis es wieder hochging. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht, es war ziemlich turbulent. Diesmal hat es mit dem Absenkblei geklappt und zuerst dachte ich, da wäre nur einer in die Schnur geschwommen. Aber dem war nicht so. Was gibt es Schöneres, als am Morgen beim Sonnenaufgang in herrlicher Ruhe einen Karpfen zu treffen?
Der zweite. Und was für ein schöner Brocken. Schmaddi. Den einen noch gar nicht raus. Da geht der nächste. Oh ja, der steht. Der zweite. Naja, zwei Karpfen beim Sonnenaufgang fangen ist natürlich schöner als ein. Um den Karpfen nicht ganz so doll unter Stress zu setzen, habe ich ihn in der Abhackmatte belassen, jedoch das Polster rausgenommen und ihn ein bisschen weiter ins tiefere Wasser gezogen, so dass er zumindest Sauerstoff bekam. Habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich einschätzen? Jetzt kommt er. Power dich aus, mein Freund. Dem anderen geht's gut. Oh, ich hab das gut. Na. Rein ins Tor. Das Blei hat sich schön gelöst. So kann er sich beim Drill nicht so leicht rausschütteln. Boah, du bist ein Schicker. Das ist der erste von den beiden. Ganz ruhig, mein Freund. Der hat gute 70 cm. Ganz ruhig, mein Freund. Und auch der Rücken. Und das ist der zweite. Und der ist so schön gefärbt. So ein schönes Tier. Ich werde eine Angel noch mal rausbringen. Das ist der Boilie Pop-Up Mix, den ich nehme. Das ist, jetzt weiß ich das nicht genau, entweder ist das Wild Berry oder Pink Current, eins von beiden, mit dem Honig Amino Pop-Up obendrauf. Der hat auch eben, oder diese Kombination, eine von diesen beiden, hat eben dann die Karpfen gebracht. Zwei Stück hintereinander, das hatte ich bisher auch noch nicht, zumindest nicht gelandet. Sozusagen Double Run, da würde ich nicht sagen. Ich hatte den einen gerade draußen und dann dachte ich, gut, da ist jetzt in dem anderen was in die Schnur geschwommen. Aber als dann unten das Blei ausgelöst hat, also das Backlead, und die Schnur auf Spannung stand, wusste ich, ja, da ist auch einer dran. Die Nacht war ziemlich kühl, aber dennoch kurzweilig. Ich hatte Besuch von mehreren Bibern, die hier vorne das Grünzeug weggenascht haben, die vorne am Angelplatz gesessen haben und sich nur marginal aus der Ruhe bringen lassen haben. Ja, was soll man sagen? Also ich bin nicht zu denen gekommen, die sind zu mir gekommen. Und sie waren zwar scheu, aber nicht ängstlich, weil sie immer wieder gekommen sind. Dann nachts, ich vermute mal die Marderhunde. Heute früh flog schon der kleine Eisvogel wieder. Ich glaube, den habe ich jetzt aber erstmal verscheucht durch die ganze Karpfennummer. Das ist nicht so schlimm. Und was man wieder sieht, dass hier auf dem Gewässer, das klatscht ohne Ende. Ich werde eine von den Karpfenangeln jetzt drinnen lassen und auf Köderfisch umstellen, weil man kann gut sehen, dass an der Oberfläche geraubt wird. Ob das dazu führt, dass ich einen Raubfisch fange, das steht in den Sternen. Aber wer nicht versucht, kann auch nicht fangen. Jetzt, wo die Sonne schon so ein bisschen oben ist,
kommt die Wärme gut durch schon. Was man jetzt sehen kann, das ist noch die eine Angel unprepared. Man kann gut erkennen, wie das Blei hochgerutscht ist, als der Karpfen sich dann selbst gehakt hat. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist dann so ziemlich gut. Dann kann der Karpfen sich nicht freischütteln, weil das Blei, das Gegengewicht ihm fehlt, direkt vor seiner Nase. Ich glaube, ich bringe ihn auf die Position in Mittig. Das Köderfischangeln war beim letzten Mal hier schon so schwierig. Jetzt gucke ich mal, ob das hier hinten was wird. Wissen tue ich das nicht. Oh, hier hängt eine Schnur, oder was ist das? Aber hier sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Und da sehe ich auch schon kleine Fische am Grund. Da sind Äste im Wasser. Oh, da geht schon los. Da haben wir den ersten. Ei, ab. Eine schöne Rotfeder als Einstand und wieder zurück. Zu Beginn des Raubfischangelns fahre ich den Köderfisch mit dem Beetboot raus. Etwas später nehme ich das Boot und fahre so ein bisschen die Gegend ab. Die Kleine ist wach und passt auf die Angeln auf. Jedoch entferne ich mich dabei nicht so weit, maximal 50 Meter, damit ich rechtzeitig zurück bin, falls was beißt. Im Großen und Ganzen war die Motivation für das Raubfischangeln doch stark begrenzt, sodass ich das eigentlich relativ zügig wieder eingestellt habe. Der Angeltag neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Kurz vorm Aufräumen nochmal die Frösche durchgezählt und dann ging der Pieper. Erst unten rausziehen. Einfach anschlagen. Bremse anziehen. Was ist Bremse? Vorne das Ding, ja. Und raus, ja, kurbeln und nach oben anschlagen. Ist er dran? Weiß ich nicht. Ist schwer? Ja. Ist ganz schwer? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Achso, man sagt hier nicht in die Richtung eines Menschen. Nee, jetzt ist es egal. Achso, weil der Bissmann ist? Sicherheit halber. Und kriegst du ja noch eins. Stellen die hier rauf. Dann kannst du ihn steiler halten, dann spürst du ihn mehr, dann macht das viel mehr Spaß. Und wenn er hier vorne ist, dann kannst du nachher die Bremse lockern, damit er ein bisschen sich wehren kann. Er kommt dir entgegen, kurbel schneller. Kannst du mit die Angel halten? Das ist ein bisschen schwierig, mein Finger bricht ab. Und immer ihn nicht wandern lassen. Für ihn. Mach die Bremse ein bisschen mehr auf. Ganz klein. Mach. Ha, 4. Siehst du, geht doch. Mehr oder weniger. Nicht gegen das Knarren kurbeln, dann verdreht sich die Schnur. Dann immer festhalten. So, dann hol ihn ran. Jetzt kurbel ich. Fester drehen, wenn du ihn holen willst. Und jetzt musst du nach hoch oder du gehst nach hinten, wie du auch immer das machen möchtest. Hier ist der Kescher. Hedli. Ich hab den Karpfen gefangen. Ich werde ihn aber nicht in die Hand nehmen. Aber der ist nicht. Das ist der, der eben gerade abgelaufen ist, den meine Lütte rausgezogen hat. Ein schöner kleiner, schön gemasert. Ein richtig schönes kleines Tier. Komm mit. Die Kleine flehte mich an, den Karpfen wieder freizulassen, weil es ihr erster eigener, gefangener, größerer Fisch war. Naja, ich tat ihr den Gefallen, also durfte er ausnahmsweise seine Bahn wieder ziehen. Cool, oder?
wie ruhig der wegschwimmt. Jetzt gibt er Gas. Kurz danach ging das Aufräumen und der Abbau weiter. So, die Angeln sind jetzt alle drin. Damit ist zumindest das Angeln jetzt vorbei. Der ganze Kram wird gleich ins Auto geschleppt. Ich gucke jetzt mal hier vorne, weil gerade da ein Hecht steht. Aber nichts Großes, so ungefähr ein 40er vielleicht. Der Angeltag ist zu Ende. Der war sehr erfolgreich, sehr schön. Insgesamt haben wir 4 Karpfen gefangen, von denen einen die Lütte rausgekämpft hat und total stolz darüber ist. Und ich stolz darüber, dass sie das sich getraut hat. Jetzt machen wir uns auf den Heimweg, genießen dann den Rest des Tages. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, recht, recht herzlichen Dank. Petri und bis zum nächsten Mal.